Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Hockey Ultimate Team hier bei Because Gaming is Fun. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich lasse es jetzt hier doch nicht auf mir sitzen. Ich habe ja gesagt, ich möchte erstmal eine kleine Zwangspause machen, aber ihr liebt dieses Projekt. Ich ja eigentlich auch, wobei es mittlerweile so eine kleine Hassliebe ist. Aber ich möchte es euch ja nicht vorenthalten. Von daher machen wir doch weiter. Wir gucken mal, was wir jetzt für einen Gegner bekommen. Wir wollen uns jetzt in Division 2 durchsetzen. Was schwierig wird, ich glaube, wir haben mittlerweile 4 Spiele gespielt, 3 verloren, 1 gewonnen, wenn nicht sogar 4 verloren, 1 gewonnen. Also, da die Klasse zu halten, wird schwierig. Gegen wen spielen wir? Adult, was? Alotnak heißt er auf jeden Fall. Hat ein interessantes Trikot da. Das ist cool. Aber ich erkenne nicht, welchen Spieler er da hat. Naja, gut. Wir gucken mal, was der Typ drauf hat. Wir versuchen heute mal ein bisschen ruhiger zu spielen. Ich versuche ein bisschen besser in der Defensive zu spielen. Ich wurde aufgeklärt vor Adults Only, K18, okay. Die ganzen Strafen vor 2 Spielen lagen an dem neuen Update. Von daher müssen wir da mal ein bisschen aufpassen mit den Poke-Checks. Ein guter erster Schuss da. Seine erste Reihe sieht jetzt gar nicht mal so extrem geil aus. Ja. Sidney Crosby holt sich den Puck. Oh, da hat er McDonough hieß. Oh, Crosby. Das war so knapp. Das war so knapp. Ach komm. Echt jetzt? Der erste Schuss ist gleich wieder drin. Oh. Ey, dieses Spiel weiß, wie es mich abfacken kann. Nicht abficken. So wird es doch ätzend, wenn gleich der erste Schuss wieder drin ist. Was soll man denn da machen? Ja, Krischi spammt mich jetzt gerade ein bisschen zu hier. Jo. Achso, und jetzt ist er schon wieder durch hier quasi. Ach, Mann. Was ist denn los, Leute? Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann ich denn jetzt schon wieder so leicht überrumpelt werden? Malkin rüber zu Mike Bossy, der wird abgeräumt. Und wir hauen ihn an die Latte. Und wir blockieren uns gegenseitig. Da wollte ich ja mit dem Pass. Ach so! Auf jeden Fall steht er da bereit. Ah, Krischi, kannst du mich jetzt gerade mal bitte nicht bei Steam zuspammen? Carried to the corner by Malkin. Loose puck gathered in the defensive zone by Shattenkirk. Gathered in. Oh, what a mean hit that one was. That's probably going to bring an answer. Ja, ich bin von diesem Spiel natürlich jetzt schon wieder leicht bedient. 2 Schüsse, 2 Tore von ihm. Speared along by Jamie Benn. Possession taken up by McDonough. A shot. So. Und wir können das wieder nicht befreien. Aber das war schön von Subban. Das wiederum nicht so. Ovechkin. Mit dem Schuss und da ist das 2:1. Alles klar. Oh, er hat einen Brand Holtby. Ja gut, das ist ein bisschen ein besserer Goalie. Nicht ganz so einfach für uns. Andererseits, Carey Price ist natürlich eigentlich noch besser, von daher leicht unverständlich, wie seine Dinger da die ganze Zeit drin sein konnten. Oh, Crosby? Wie konnte der Pass an beiden Spielern vorbeigehen?
Oh, Tarasenko kann sich behaupten. Kann sich sehr gut behaupten. Macht dann aber das Tor nicht. Crosby. Nein, ach komm. Tampa Bay in control through the neutral zone. He's got him against the glass. He banked it right ahead. Let's it go. Score! Wie soll ich denn so einen Pass unterbinden? Wie soll ich das machen, Leute? Ach, Mann, ey. Ich versuche doch schon besser in der Defensive zu stehen, aber es funktioniert einfach. Oh. Ja, der Move war auf jeden Fall geplant und der Pass wird natürlich unterbunden. That's gonna happen. There's not a lot of room there. He just missed the shot. Los Angeles lugging the puck in the defensive zone. Carried through center ice by Duncan Keith. So, aber im Gegenzug Steven Stamkos mit dem 3:2. Oh, Ovechkin mit dem Assist. Zweiter Scorerpunkt heute für ihn. Tampa Bay's got that neutral zone face off. And still with it along the boards. Und da ist das erste Drittel auch schon rum. Ne, das war nicht so gut. Na doch, geht raus, alles gut. Drittel rum, 3:2 der Spielstand nach 20 Minuten. Zu viele Tore für meinen Geschmack. Wir schauen einmal ganz kurz bei Steve rein. Nein, sehen wir nicht. Krischi ist auf einem anderen Bildschirm. Crosby gegen O'Reilly am Bulli. Gewinnt Crosby das Bulli. War ein scheiß Pass, ist ein Icing. Wow, super Start ins Drittel. Oh, Manometer, 1936, noch im zweiten Drittel zu spielen. Tarasenko mit einem schönen Puckgewinner. Da sollte der Pass eigentlich nicht hingehen. Wie kann der nicht drin sein? Das ist ein schlechter Witz schon wieder. Tampa Bay is in possession. Oh my! They're not gonna let him get away with that dirty hit. Oh, Hall mit einem guten Schussversuch. Ui. Tarasenko hat seinen Hut verloren. Genau, seinen Helm verloren. Das ist aber gar nicht so geil. Ach komm, der Pass zu Crosby muss doch sitzen. Oh oh. Now we have a big problem over here. Ach komm, wo war der Stockschlag? Ja, jetzt sind wir wieder in Unterzahl. Vor allem auch geil, wir konzentrieren uns heute auf die Defensive. Drei Dinger kassiert. Innerhalb kürzester Zeit. Oh, oh. Oh, Kane. Seems like he was in too tight on the goaltender. Directed up the wing to Forsberg. What a terrific opportunity. Heads to the front. Got his pad on that one. Slugged back out again by Drew Doughty. And the puck taken hold of by Kane. Wow, what a good save. Now that's a quick look. Oh, Kane gegen Hopi. Gut gehalten von ihm, muss man ja mal zugeben. Aber ärgerlich. Subban mit dem Schussversuch. Crosby. Gutes Unterzahlspiel, machen gut Pressing hier. Das Problem ist, jetzt sind wir hart in Unterzahl. Hier vor dem Tor, aber gut gesaved. Puck kommt zu Carlson. Der kann den Puck kontrollieren sogar. Und Ovechkin mit dem 3:3. Zweites Tor von Ovechkin müsste das sein. Zwei Tore, ein Assist. Das Spiel des Ovi. Schöner Move von Carlson da eben gerade auch. Auf jeden Fall ein guter Pass. War auch auf jeden Fall so geplant.
Ah, wie kann denn so ein Pass ankommen? Der muss doch unterbunden werden. Leute! Vor allem, da sind drei Stöcke im Weg. Trotzdem kommt der Pass durch. Ja, da sollte der Pass hin, auf jeden Fall. And he carries it in the defensive zone. Long pass up the wing to Zibanejad. Poke checked away by Doughty. Hey, Price hat mal einen etwas schwierigeren Puck gehalten. Los Angeles in their own end has control of the puck. Oh. Taken to the corner by Mike Bossy. He's got a chance. Marvelous save. No time on that one. With this puck being so close. Nein, warum hat er sich denn den Pass gespeichert? Was sollte denn der Bullshit? Ja. And the possession taken up by Forsberg. It looked like to me he was just throwing this puck to net, hoping it hits something and goes in. Terrific pad save. Ah. And a bomb to Mike. Auf jeden Fall war der Pass so geplant. It's an odd man rush. It's a 3-on-2. Terrific breakup of the odd man rush. Tampa Bay's got it in the defensive zone. Up the wing. The puck is scooped up by Ribeiro. Sag mal, das ist doch ein langsam schlechter Witz. Meine Puck-Kontrolle da, ey. Oh, Vetchkin mit einem guten Schussversuch, aber nicht erfolgreich. Guck mal, sowas ist doch ein schlechter Witz, dass er nach so einem Check direkt wieder aufsteht. Ah, das war nicht so clever von mir. Ja, Drittel ist rum. 4-3 steht's nach dem zweiten Drittel. Immer noch ein Tore-Rückstand. Wir haben deutlich mehr Schüsse, ey. Wir sind einfach zu ungenau im Abschluss. Der hat aus 6 Schüssen 4 Tore gemacht. Das ist der Wahnsinn. Warum machen wir sowas nicht? It is the third period, the regulation time period, and we are underway. Ja, was war das denn jetzt schon wieder? Och. Ich fühle mich hier verarscht von meinen Spielern schon wieder. Still with it through neutral lines. Can he generate something? Tampa Bay's in their own end, carrying it off. Directed up the wing to Nash. Right in front. Score! He's got his second of the game. Da stand mein Verteidiger zwischen. Wie haut er durch meinen Verteidiger durch? Das ist doch... Oh! Tampa Bay's got another face-off win. Ja, jetzt steht er mit, plötzlich mit 3 Mann vor meinem Tor. Weil ich den noch schießen wollte. Ja, beinstellen. Das sehe ich jetzt ein, natürlich. Ah, trotzdem ist schon wieder. Das ist der Shit, wie effektiv der Typ ist im Angriff. Ja, was war das denn jetzt schon wieder vom Poke-Check? Da hat doch schon wieder überhaupt keinen Sinn gemacht. Boah, Price war mit einem richtig guten Save da. Und jetzt gibt's wieder eine Strafe gegen mich. Was? Wofür gibt's denn jetzt die Strafe bitte schon wieder? Oh mein Gott, den habe ich doch schon wieder gar nicht gesteuert. Oh, dieses Gameplay-Update war doch für den Arsch, Leute. Meine Güte, das ist ja schlimm, dieses Spiel momentan.
Ja, Josi, wird's mal in die Puschen kommen hier. Ach so. Mein Spieler geht nicht hin. Oh Mann. Komm, 2 Tore in 13 Minuten. Das ist rein theoretisch machbar. Nein, wir wollen uns jetzt keine Highlights von Carey Price ansehen, weil es keine gibt. Er hat von 8 Schüssen 5 reingelassen. Der ging auch schon wieder beinahe durch. What the fuck, Leute? Ich kann momentan recht günstig einen 93er Luongo bekommen. Ich bin da echt am überlegen, ob ich mir den zulege. Tampa Bay's power play failed them this time, and they had plenty of time. Loose puck captured by Crosby. Did not find the net with the shot. My dad once told me, Doc, if you don't hit the net, you can't score. Save. Collected in the corner. Looking for options. Big shot. Save. Was? You talk about cutting down the angle. Perfectly executed by the goaltender. The key to this shift, Doc, lots of work away from the puck. He's got a chance. Na bitte, Corey Perry. Jetzt ist der Anschluss da. Tampa Bay setting things up at center. Shook through great. And he's hammered. He might have seen him at the last minute to absorb that hit. Puck is seized by Evgeny Malkin. Und das ist mal ein Icing von ihm. So, 6:42 noch. 5:4 der Spielstand. Das ist noch drin, Leute. Was zum Teufel hat der für einen Haarschnitt? What the fuck? So, komm. They've missed the net so many times, they've done nothing but hurt themselves. I don't know if you believe in omens, Ray. Crosby. Jetzt Bulli gewinnen. Maybe it's got to turn around before the game ends. Ja. Karlsson mit dem Schuss. Abgefälscht. Aber nicht rein ins Tor. A quick developing play right in front. Almost looks like he's too close to the goaltender. Los Angeles in possession as they go through the neutral zone. Gaining space, maybe time. To Tarasenko. Was? Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein, ey. Und den kriegt mein Spieler nicht. Willst du mich veräppeln? In die Fanghand! Tampa Bay's got it in their own end. Snapping a pass to Nash. Das wird doch langsam echt lächerlich. Och komm, Crosby. Büschen schneller kannst du doch wohl. Dass von denen schon wieder keiner drin war, ey, ist echt ein Witz. Ja, Karlsson, genau. Steven Stamkos, jetzt rein ins alles drin. Nein. Ach komm, der wird geblockt. Willst du mich veräppeln? Possession established in the defensive zone by PK Subban. Forcing attention in deep. Nein, ach komm. Das war dumm von mir. Jetzt ist er frei vor vom Tor. Ja, da wollte ich hin mit dem Pass. 30 Sekunden noch. So, können wir jetzt mal bitte weitermachen. Was will er denn jetzt hier? Ah, 30 Sekunden für ein Tor, das wird schwierig. Was war das? Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Was war das?
Was war das für, eine Stockbewegung von Malkin? Wollt ihr mich veräppeln? Ja, super. Ey, nee, das ist doch jetzt schon wieder Verarsche. Was war das für eine Puckannahme von Malkin? Der war frei vorm Tor und haut ihn sich mit der Rückhand weg vom Tor. Das ist nicht fair, Leute. Sowas ist nicht in Ordnung. Ja, wow. Wir haben noch 4 Spiele, um 3 Siege jetzt reinzuholen, um die Division zu halten. Mann, ey. Wie kann die Defensive so bröckelig sein? Das ist ein schlechter Witz. Aber egal, Leute. Ich danke trotzdem vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Hockey Ultimate Team wieder. Haut rein, bis die Tage. Ciao.